Moin ihr Lauser und herzlich willkommen zum sechsten Türchen des Krachmucker Silvesterkalenders. Oh, Kinners, weißt du was, erst verlagere ich da die Schweden von Heavy Load in den US-Metal und einen Tag später mache ich einen Zahlendreher bei der Halloween-Folge. Halloween ist natürlich nicht 1987, sondern 1978 rausgekommen. Oh Mann. Keine Sorge, ich bin überhaupt nicht überstresst. Das sind die klassischen Verplantheiten von Ernie Knecht so. Aber das bringt mich doch dazu, einfach mal rauszuhauen. Glaubt nicht immer alles, was ihr seht oder hört. Man muss da auch ein bisschen nochmal nachrecherchieren, nicht? Aber heute wollen wir über ein schönes Thema reden. Und zwar deutschen Death Metal Underground. Mir ist ganz klar, sowas wie Sulfur Eon oder Chapel of the Seas, das ist auch Underground. Aber fünf Bands, die ich mir heute rausgesucht habe, das sind so die kleineren Nummern. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, so, denen ihr auch auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte. Das ist so ein bisschen mehr so Oldschool Death Metal, so das, was ich mag, so ein bisschen gerumpelräudig. Und dann fangen wir gleich mal mit einer Band an. Die hat hier schon gelegentlich stattgefunden. Das sind Cryptic Brood. Und ich mag diese Band einfach. Also am Anfang habe ich mich damit sehr schwer getan. Die haben so einen ganz merkwürdigen Stil, so wirklich dieses Rotten Death Metal. Aber so, das geht so hoch, schnell, 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 dann fällt es wieder ab, dann langsam, dann wieder schnell. Das ist so, manchmal ganz, also man kommt da nicht zur Ruhe. Und ich stehe ja total drauf, wenn du dir eine Band live anguckst und der Schlagzeuger dreht total durch. Und Steffen, der kann einfach nicht auf seinem Hocker stillsitzen. Da siehst du einfach, der hat Bock auf die Sache. Und an den Seiteninstrumenten, das hatte ich ja auch schon mal gezeigt hier, möchte ich mal das gute Stück in die Kamera halten. Arcane Frost. Bin so verplant. Ich muss jetzt immer mal rausgucken. Das ist so blöd. Die haben jetzt auch gerade ein neues Demo raus. Da sprechen wir nochmal zum Jahresabschluss drüber. Aber das ist so Black Metal. So die auch die räudige Variante. Schönes Ding, wo man mal gut reinhören kann. Ja, hier habe ich Morbitory. Into the Morbitory. Das sind Hamburger Jungs. Das geht auch so in diese... Ja, schleppend würde ich gar nicht so sagen. Aber so diese schön holzende... ruppige Death-Metal-Liga so. Und das ist eine wunderbare Sache. Und da hört ihr jetzt einfach mal rein und ich sage da gar nicht so viel zu. Jetzt habe ich eine Platte, die ich euch auf jeden Fall empfehlen muss. Und an dieser Stelle danke ich einerseits Raik und Isolde, die mir das natürlich fast schon übel genommen haben, dass ich die jetzt nicht im ersten Halbjahr genannt habe. Und zwar Minenfeld, The Great Adventure. Ich habe die noch nicht auf Platte, habe sie jetzt mehrfach gehört. Das ist ein unglaublich geiles Death-Metal-Album. Wenn ihr auf Sachen wie Asphyx steht, wenn ihr auf so dieses, ja, ich würde auch sagen, Bolt-Thrower hörst du da raus. Und allein dieser erste Song, das ist so ein... Meine Güte, da marschierst du los und so ein bisschen Erste Weltkriegsthematik hat die ganze Nummer. Also das ist ein ganz tolles Ding hier aus dem Death Metal Underground 2019, so eine Neuerscheinung. Was ich hier auch schon öfters abgespielt hat, einfach weil ich dieses ganze Konglomerat aus Leuten einfach liebe. Aber hier an dieser Stelle nochmal empfehlen möchte, eine aufstrebende Death Metal Combo, die jetzt auch demnächst mit einem Vollalbum am Start ist. Das sind Necro World. Necro mit K. Macht nicht den gleichen peinlichen Fehler wie ich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Hauptband. Ich hatte schon das Demo von Chaos hier in die Kamera gehalten. Und das sind auch Leute von Sacroscum. Das ist so, ja, drei Bands, immer fast die gleichen Leute. Und da machst du absolut nichts falsch. Das ist einfach richtig geile Mucke mit Herz. So. Und das ist auch schön, der böse Death Metal. Den Sänger habe ich, glaube ich, jetzt zweimal live gesehen. Der war jedes Mal rotzevoll und das hat einfach der Authentizität. Das war gut, Mensch. So, was ich hier schon so lange liegen habe und wie das immer so mit Promos ist und dann auch noch mit CDs, ne? Hab mir, glaube ich, sogar die Band in die Hand gedrückt und das möchte ich jetzt einfach mal. Sculpture. Da habe ich nämlich jetzt endlich mal reingehört. Und das ist geil. Das ist geiler Death Metal. Mir kam da relativ schnell so Atomwinter in den Kopf. Ne? Also so, ja, das ist einfach, zum Glück bin ich kein Reviewer, weil irgendwie bei fünf Bands aus dem gleichen Genre, die, sage ich mal, irgendwo natürlich jede für sich steht, aber irgendwo im gleichen Stil agieren, da kann man dann auch irgendwann nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe fünf Bands gezeigt, wenn euch, ihr hört da rein, genug Zeit, ne? So, denn... Ihr habt genug Zeit, weil ihr euch diesen Dezember auch mal ein bisschen zurücklehnt und nicht zu stressig macht. Versteht ihr? Macht's gut. Bis morgen.